Willkommen zurück zur dritten Folge von Grieß. Lecker. Ihr müsst nicht mehr grießcremig sein. Es gibt jetzt wieder neues Grießfutter. Gia sitzt wieder neben mir und darf kommentieren und ich darf kontrollieren, genau, spielen. Ja. Und wir haben nochmal geguckt und guckt mal hier, man kann doch in die Mitte gehen. Wir sind das letzte Mal nicht weitergekommen an der Stelle. Aber jetzt werden wir das aktivieren, die Maschinerie. Und was passiert? Und jetzt müssen wir da wahrscheinlich Du musst auf das Mittelding und dann dich durch das Uhrwerk bewegen. Na, dann probieren wir das doch mal. Ja, wir sind immer noch die nette blauhaarige Dame. Oder was würdest du sagen? Türkishaarige Dame. Und es ist schon okay in dem Sinne, weil ich meine, blaue Haare hat nun wirklich nicht jeder. Das stimmt. Außer im Anime, da hat jeder blaue Haare. Ah. Manjo. Ich habe doch gerade erst auch wieder irgendwas. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da echt nicht hoch. Jetzt. Gerade irgendwas gesehen, wo einer blaue Haare hatte. Was war Hilda. Das? Hilda. Hilda! Danke. Ja. Nee, das ist falsch. Also wir brauchen ja irgendwie anscheinend. Vielleicht muss ich erstmal nochmal irgendwie hier rüber. Da oben waren wir ja auch noch anscheinend nicht. Mehr. Hier waren wir ja auch noch nicht. Glaube ich. Wir waren links und rechts beide noch nicht. Ja, dann ist auf das. Auf dieser höheren Ebene. Ist das the way to go? Okay, guck mal, da links ist so ein. Oh, hier sind wieder die Vögel. Da ist das Leuchteding. Mhm. Und da ist ein Ballon oder so. Mhm. Okay. Mhm. Wie komme ich da hin? Du musst dort irgendwie erstmal rüberkommen. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Meine erste Frage im Zweifelsfall. Nee. Leider nicht. Ja, wir haben das letzte Mal, hat Gia uns ja die Stampffähigkeit geholt. Und die setzen wir auch. Oft und gerne ein Guck da. Ah ja. Dann okay, wird sich wahrscheinlich der Ballon hochbewegen. Wenn wo geht's hier hin? Nee, gar nicht. Nee, da kommst du gar nicht hoch. Ach so. Ich hoffe, das geht jetzt nicht auf Zeit, sondern der verhakt sich irgendwo und bleibt dann wieder stecken. Na, weil auf Zeit ist immer nicht so mein Ding. Ja, tut er. Okay. Ich dachte jetzt da drüben, da kann man ja auch was kaputt machen. Das Problem ist. Wie kommst du da? Wie komme ich da hin? Shit. Dieses verdammte Spiel. Jetzt vibriert der Controller wie verrückt, weil hier das Ding unter mir ist, aber ich komme da nicht hin. Hier weiter hoch oder so geht's auch nicht. Mir wurde das nicht als so schwieriges Rätselspiel verkauft. Wo geht's hier hin? Okay. Also du kommst hier anscheinend wieder zurück, wenn du da hochgehst. Ich komm da zurück, genau. Aber wie kommst du jetzt hier überhaupt? Das ist die Frage der Wahl. Was ist das hier? Da glöckelt's nur. Das klingelt. Aber es da klingelt was. Schön. Aber nicht bei aber mir. Aber nicht bei uns, nee. Nee, okay. Also hier passiert nichts. Nee. So. Hier passiert was. Ah ja. Das geht zum Beispiel ganz gut. Ich kann das selber steuern, wie lange ich das haben will. Okay. Jetzt probiere ich mal noch. Du kannst da auch rübergehen. Ich probiere das jetzt mal darüber zu gehen, genau. Du musst dann so weit runtergehen. Ach ja, stimmt. Ich muss ja dann da auf dieses Ding oben raufhüpfen, auf die Plattform. Also ich muss jetzt wieder deutlich tiefer machen, damit ich dann rechtzeitig da bin, um rüber zu hüpfen. Ja. Also am besten vielleicht zu dem Ding hier. Das wird nicht ohne Grund dieser Steg hier existieren. Ja. Das ist nur die Frage, ob man schnell genug ist. Ja. Gerade so. Ja. Aber man darf sich da auch wirklich keine Viertelsekunde mehr Zeit lassen. Das ist. Dafür bist du jetzt am Controller. Für die Präzisionsarbeit, meinst du? Boink. Ah, guck mal. Ah, da ist wieder so ein Bonus-Ding. Ah, das war also gar nicht nötig. Ein Bonus. Na, das zweite schon. Eins hast du ja schon geholt. Ah ja. Gleich am Anfang. Das war der Demo-Bonus. Ja. Ich weiß nicht genau, wofür sie gut sind, aber bestimmt kriegt man irgendeinen ganz tollen Preis, wenn man sie alle hat. Nun.
Dann weiter hoch den Turm und zurück ins Uhrwerk. Und dann schauen wir mal, wo wir den fünften herkriegen von diesen kleinen. Ja, auf der anderen Seite müsstest du ja auch weitergehen. Auf der Höhe hier, ja, auf der anderen Seite. So. Da. Ja. Na dann, schauen wir doch mal. Was hier so lauert. Ich finde diese Stege hier und so, die haben so diesen Eiffelturm, französisches 19. Jahrhundert Industrialisierungsstil. Den gab es irgendwie, finde ich, nur Art so. Deco. Ja, so ein bisschen in eine Art Deko-Richtung, aber irgendwie ist es noch was anderes, weil es noch mehr diesen Industrieschick hat. Mhm. Irgendwie diesen, wie es auch in von diesem Architekten halt, der den Eiffelturm gebaut hat, wie es auch in Lissabon diesen Fahrstuhl gibt da. Mit dem sind wir ja auch. Ne, mit dem sind wir nicht gefahren, aber wir haben ihn gesehen. Ah, ich kann ihn kaputt machen. Mach ihn kaputt, nein! Oh. Ach, so sehen die aus. Da wohnt einer drin. Ist ja lustig. Aber die kann ich nicht so kaputt machen, oder? Die ganze Familie hier. Ach. Nee. Ganze Familie Stein. Aber was hat sie jetzt? Also, du hast jetzt da nichts bekommen. Nee, aber ich glaube, das war trotzdem nötig, weil jetzt bewegt er den nämlich. Ah. Und ich kann dahin. Ich habe das Rätsel gelöst, ohne es zu kennen. Ja. Das mag ich immer, wenn man die Quest löst, ohne zu wissen, dass es die Quest ist. Ja. Achso, ich muss ja wahrscheinlich hier zurück. Ja? Naja, das ist dieses neugiergetriebene Spielerführung-Ding. Genau, einfach, da bewegt sich was. Ich will was damit machen. So, jetzt schauen wir doch mal, was wir hier damit jetzt anrichten können. Wir erzeugen uns einen Weg und auch wieder gerne an die lieben Zuschauer in den Kommentaren hinterlassen, welches Sternbild, wenn es denn ein reales ist, sehen wir hier. Ich habe es nicht wiedererkannt, aber ich bin bei Sternbildern auch nicht so gut. Ich kenne 3 oder 4. So, hier geht es wieder weiter hoch. Mhm. Das ist noch ein großes Rad. Eine Mühle. Ein riesiges. Das ist wirklich mal ein großes Rad. Wir drehen am ganz großen Rad in dieser Folge. Okay, hier muss man wahrscheinlich wieder einmal drauf bummeln. Stampfi. Okay, vielleicht. Okay, dann nicht. Vielleicht von weiter oben oder so? Aber wie kommst du hoch? Vielleicht über außen. So wie beim Fußball. Er kommt über außen. Okay, hier nicht. Ach, hier geht's doch. Guck mal, da sind doch so weiße Striche. Das heißt ja, man kann da drauf hüpfen. Ah. Zack, zack. Frage ist, wie hoch musst du? In die Mitte, würde ich sagen. Mitte. Ganz nach oben. Da so. Okay. Geronimo! Stein. Toll. Ich fühle mich verarscht. Jetzt fühle ich mich etwas verarscht. Wie musst du denn noch... Keine Ahnung, vielleicht einfach nochmal hüpfen. Ich bin ja jetzt einfach runtergehüpft. Vielleicht einfach sozusagen diese 2 Meter auch noch mitnehmen. Ja. Schade. Sieht ein bisschen so aus, als würden so kleine Spermien hinterherfliegen. Ist das vielleicht auch allegorisch? Ist sie vielleicht eine Eizelle? Guck mal, da oben ist doch auch noch weiß. Ah. Komm doch noch weiter. Oh, wow. Nach ganz oh, außen. Ja, da kannst du noch ein bisschen klettern. Ein bisschen noch eine Stufe höher steigen. Wir sind ja beide für Bergwandern. Das ist. Es gibt ein berühmtes Gedicht, ein chinesisches. Und zwar? Wo es halt auch darum geht, dass man einen Turm erklimmt. Und wenn man oben auf dem Turm ist, dann kann man halt ganz weit schauen und die Landschaft ganz weit überblicken. Und das ist natürlich auch eine Allegorie auf den Geist. Auf den Geist, ja. Also das Platon-Höhlengleichnis in Chinesisch. Mhm. Gut, dann erklimmen wir das jetzt, nur um wieder runterzuspringen. Aber wir wollen ja vorankommen und dann muss das jetzt sein. Und das Rad bewegt sich. Stimmt, das sieht aus. Jetzt, ich dachte die ganze Zeit an ein Mühlrad oder so, aber das ist ja viel mehr ein Riesenrad eigentlich. Aber es ist ja schon auch ein Mühlenrad, weil es hat ja so Blätter. Das stimmt. Aber es sieht auch ein bisschen aus wie ein Fahrrad. Also ein Rad von einem Fahrrad. So, jetzt sind wir ein Stückchen hochgefahren. Das war so ein Fahrstuhl. Das Fahrstuhlrad.
Darf ich euch einen Rat geben? Da, bitteschön, da ist ein Rat. Das ist immer sehr nett, dass man hier gar nichts machen muss. Sich die Brücken von ganz alleine aufbauen. Es ist übrigens, die Welt ist gar nicht mehr so rot, ne? Ja. Wir haben sie ja eigentlich rot eingefärbt. Turned yellow. Ja. Eher so orange-gelb. Immer noch genauso aquarellig, aber... Es mischen sich neue Töne rein. Nicht in diesem Ton, junges Fräulein. Es ist ja auch nur ganz dezent. Ja, okay. Jetzt wird es wieder röter. Ich hätte nichts sagen sollen. Ach, guck mal, da ist wieder unsere Hand. Also eine Hand, also sowas. Ja, und Finger. Okay. Schwebi, schwebi, schwebi. Färbt sie jetzt wieder? Zumindest hat sie das letzte Mal das gleiche gemacht. Es wird wieder gefärbt. Und plötzlich entstehen auch Pflanzen. Ranken. Oh, das sieht aber cool aus. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob sich die Farben mischen oder ob das jetzt so... Ich glaube, so sie heißt Jackie. Jackie die Bohnen. Jackie und die Bohnenranke. Errungenschaft freigeschaltet. Grün. Grün. Das ist ein cooler Übergang, ne? Hier ist noch so alles rot. Und jetzt zack, und ich bin grün. Mach jetzt gerade noch nicht so richtig viel, also sie macht das schon ganz gut. Genieß einfach den Anblick und enjoy the ride. Enjoy the ride. Wie heißt denn dieses Gedicht im Chinesischen mit dem Turm, weißt du das? Oder? Es ist sowas, was man natürlich auswendig lernen musste und wenn man danach gefragt wird, dann... Dann weiß man es wieder nicht mehr. Nee, entschuldige, ich wollte dich jetzt auch nicht in Bedrängnis bringen. Ich kann auch bringen. Den Anfang des Gedichts nicht mehr. Ich weiß nur noch die letzte Zeile. Und die letzte Zeile geht? Sowas darfst du nicht sagen, dann wirst du gefragt. Okay, hier ist so ein fetter Stein in der Mitte. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Kannst du auch Stampfattacke machen. Oh nee, ist gar nicht nötig. Ah, hier kriegen wir den nächsten, das nächste Sternbild. Ach, das verbindet sich sogar mit dem anderen. Da oben erschaffen wir also ein Bild, so insgesamt wahrscheinlich, ne? So malen nach Zahlen so ein bisschen. Das war eine Schildkröte am Ende, ne? Kann gut sein, ja. Also es gab so einen Schildkröten. Bild. Die letzte Zeile des Gedichts ist eigentlich ganz einfach. Also 1, 2, 3, 7 auch wieder. Ja. Oh, das ist doch das Ding in der Mitte. Ja, das sieht so aus, ne? Das braucht also 7. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da mal runterhüpfen soll oder ob ich da links lang soll. Aber geht's da? Irgendwie? Ich weiß nicht, es ist alles so schwierig. So viele Möglichkeiten. Vielleicht. Man kann hier auf jeden Fall sehr weit laufen. Das ist immer... Oh, guck mal, es wird jetzt wieder rot. Hier komme ich wieder in die rote Welt zurück. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Die Vögel sind ganz schön aggro. Warum sind die denn so? Ich dachte, das sind meine Freunde. Kommen wir da jetzt nicht mehr zurück? Da kommen wir nicht mehr zurück. Dann war es auch nicht so wichtig. Glaube ich mal. Okay. Was meinst du, Hüpfi? Es ist auch einfach ein nicht chronologisches Spiel. Du meinst im Sinne von so fragmentartig, dass man... Oh, guck mal, jetzt fährt Asien. Ja, also kleine Reishüte auf. So Spitzhütchen. Die ganze Welt ist ja so wie dieses Symbol. Das sieht ja ziemlich cool aus. Ja. Also das ist jetzt mal wieder stilistisch ganz anders. Oh, guck mal, wie niedlich die sind. Ich stampf sie platt. Die Boden. Die sind wie die Zwiebeln in Hilda. In Hilda, ja genau, diese Zwiebelfiecher. Ja.
Also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt auf Netflix, müsst ihr das unbedingt machen. Unbedingt. Wenn ihr das Spiel mögt, dann werdet ihr Hilde auch lieben. Also zumindest optisch ist das tatsächlich gar nicht so. Also es ist natürlich ein etwas anderer Stil und so. Aber auch so verträumt und so. Mhm. Hilda ist wirklich ganz toll. Schaut Hilda, Leute. Kein Gag. Geht zu Netflix nach dieser Folge hier und schaut Hilda. Okay, also man... Es basiert ja auf einem Comic. Wenn man nicht so sehr Serie mag, kann man ja auch... Kann man auch den Comic lesen. Den Comic lesen. Da habe ich sowieso Lust gehabt, schon nach den ersten Folgen, Hilda, mir jetzt mal so einen Comic davon zu kaufen. Wir haben ja einen tollen Comicladen bei uns hier in der Gegend und ich würde mal gucken, ob die da den einfach haben. Oh, guck mal, der ist traurig da. Oh. Vielleicht können wir uns mit dem anfreunden. Dann haben wir einen Steinkopf. Ein Steinbegleiterli. Na gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal ein kleines Päuschen. Genau. Und suchen mal den Steinkopf das nächste Mal hier in dem roten Wald, würde ich sagen. Rot-grünen Wald. Rot-grünen Wald. Es ist sehr weihnachtlich, oder? Eigentlich auch nicht, weil die Farben sind dafür zu pastellig. Aber wenn man es plakativ nimmt. Ich würde mal sagen, der Weihnachtswald könnte man es vielleicht nennen. Ja. Gut, nächstes Mal geht's weiter im Weihnachtswald. Jetzt macht erstmal euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr es geguckt habt und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Bis dann.